So, Ralf, hier das Ergebnis aus 15 Meter Entfernung. Ja. So kann man es kaum einfangen, aber die sind kerzengerade drin. Jetzt ist der Streukreis etwas weiter auseinander. Jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Standardfletschen hier, die blau-weißen, nicht mehr ganz so gut und zentral liegen als die rechts gewundenen. Hier die. Wenn man nämlich genau hinguckt, sieht man, dass die, die alle hier in der Mitte liegen, im Gold, alle diese hier sind. Okay, hier ist einer dabei, ein weiß-blauer, aber der ist auch im roten, hier unten. Ja, an die anderen sind alle relativ zentral. Die weiß-blauen sind, wie gesagt, hier ebenfalls im Blau. Im Blauen und im Roten. Dieser hier ebenfalls im Blauen. Wenn du dir das so anguckst, dann sind die doch auf weiterer Entfernung einfach die besseren, also die gleichen Pfeile. Wobei wir hier einen dabei haben. Hier diesen Tyro. Tyro, Tyro. Wo ist er? Sieht man? Nö. Hier den. Und das andere sind halt die Hybrid. Ja, aber trotzdem noch, hier sind die Hybrid, die trotzdem sehr gut liegen. Sieht man ja, Avalon Hybrid. Und die mit den grauen sind die Tyro. Daran kann man sie erkennen. Also rot sind die Tyros, Avalon Tyro. Das andere die Hybrid. Ja, die haben natürlich auch orange Nocken und weiße Nocken, weil ich da einfach keine anderen mehr hatte. Ja, das ist das Ergebnis auf 15 Meter. Jetzt könnte ich noch weiter weggehen auf 20, könnte das Ganze noch mal testen. Ja, vielleicht mache ich mal eine Aufnahme. Siebzehn, 17,5 Meter Entfernung. Ja. Natürlich hier auch eine schöne Reihe. Na, mit dem Black Wolf. Ja, schön die gruppiert sind. Na. Ja, das sind jetzt 12 Pfeile. Alles die gleichen. Die Hybrid. Passend zum Bogen.